Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2. Wir haben hier noch jemanden vergessen, der uns eine Quest geben möchte. Du wirkst nervös. Also, schau, was ist los, Bruder? Dein neugieriger Freund ist wieder da. Arbeit gefunden. Noch kein Glück gehabt. Das hat nichts mit Glück zu tun, Junge, sondern mit Charakter. Aha. Und wie bei dir? Da hat einer Eier. Wonach verlangt deine hungrige Seele? Mit Arbeit geht's anscheinend weiter, aber Informationen. Jemand wie du muss doch eine Menge wissen. Bei aller Bescheidenheit, das stimmt. Vielleicht hat ja ein Vögelchen gezwitschert, was mit Lukas passiert ist? Also, ich hab gehört, dass ein Pilger in die Stadt gekommen ist. Äußerst neugierig, quetscht die Leute aus. Ungemütlicher Kerl, so ähnlich wie du. Kann bestimmt kein Zufall sein. Kann es sehr wohl. Glaube ich nicht. Weißt du was über Lukas oder nicht? Solche Informationen sind teuer. Kannst du dir nicht leisten. Ich könnte dafür arbeiten. Ja, dann sag mal. Was sollen wir tun? Hast du Arbeit für mich? Hinterlassen Sie Ihre Vita im Sekretariat. Wir melden uns dann. Komm schon, verarsch mich nicht. Ich mein's ernst. Du platzt hier rein, als ob das dein Laden wäre. Du hast echt Mumm für drei. Das ist mein Mann. Oder sollte ich sagen, Pilger? Na gut, ich habe vielleicht einen kleinen Auftrag für einen harten Kerl wie dich. Erledige ihn gut, dann sehen wir weiter. Um was geht's? Nur was Kleines. Eben, um was geht's? Er schuldet mir noch eine Lieferung. Schau, wo er steckt. Hat seit Tagen kein Wort von sich hören lassen. Könnte sein, dass er mir aus dem Weg geht. Normalerweise lässt er mich nicht warten. Das tut niemand. Wer ist der Typ? Hubert. Hubi der Halbaffe, wie wir ihn nennen. Ja, den kennen wir doch. Der Name passt. Finde raus, was dieses Mal mit ihm los ist. Gut, ich komme wieder, wenn ich mit ihm geredet habe. Er wohnt im höchsten Haus am Rand von Trinity Court, gegenüber vom Bazaar. Okay. An der Horseshoe. Kannst es nicht verfehlen. Ihn zu finden ist eine andere Geschichte. Ihn zu finden ist mega easy. Also, ja, was meinst du damit? Hubert ist nicht nur ein Hehler. Für Geld macht er alles. Und jetzt versteckt er sich vor der halben Stadt. Er ist total paranoid, lebt wie eine Ratte im Labyrinth, will sich sicher fühlen. Du musst da raufklettern und einen seiner Geheimgänge finden, damit du reinkommst. Ja, schaff ich schon. Schaff ich schon. Wenn du da bist, sag ihm das Kennwort Sayonara, damit er weiß, dass ich dich schicke. Kapiert. Alles klar. Also, ich muss sagen, die Dialoge sind echt witzig gestaltet. Nur, ich hoffe echt, dass diese Ungereimtheiten nicht mehr vorkommen, die wir schon in den letzten... Was? Ja. Die wir schon in letzten Parts bemerkt haben. Also, dass Leute auf einmal wissen, wer man ist, beziehungsweise einen irgendwie ansprechen, als würde man die kennen und so weiter. Ich hoffe, dass das nicht mehr vorkommt. Aber ansonsten sind die Dialoge echt mega witzig. Nun? Okay. Was ist los, Sophie? Wie sieht es aus? Wie die Tür auf einmal auf ist. Aber wie ich gehört habe, hat dein Bruder schon danach gefragt. Ja. No. Herman, schau mal nach, ob Barney seinen Funk anhat. Barney? Sag was. Kann der Junge nicht reden, oder was? Oder ist denn das Geld für die Synchro ausgegangen? Er sucht auf eigene Faust nach den Kristallen und wirft uns wieder Steine in den Weg. Ich nehme an, das ist nicht das erste Mal. Nein, er versucht immer, sich zu beweisen. Das letzte Mal wurde er dabei verletzt. Ist noch gar nicht so lange her. Oh, dieser Mistkerl! Ich bring ihn um! Ich bring ihn um! Vielleicht brauchst du es gar nicht. So wie sich das anhört, wird er sich demnächst selbst umbringen, wenn er weiter mit dieser Kacke macht. Ja, warum machst du Vorwürfe? Jeder ist seines Glückes Schmied.
Hör mal, du hast es ja selbst gesagt. Du bist noch neu hier. Du weißt nicht besonders viel. Ich bin hier für die Sicherheit verantwortlich. Und er ist mein Bruder. Ich habe versprochen, auf ihn aufzupassen. Versprochen? Wem versprochen? Vergiss es. Wenn Barney wieder hier ist, kann er was erleben. Wurde er verletzt? Wie hat sich Barney denn verletzt? Wollte er mir nicht erzählen. Schätze, die PKs haben ihn erwischt. Dein Bruder hat Geheimnisse vor dir? Das geht dich überhaupt nichts an. Barney, geh endlich ran! Ach, verdammt nochmal! Wenn er in seinem Zustand in eine Dark Zone gegangen ist, dann war's das für ihn. Vor allem bei Tag. Ich kann ihn suchen gehen. Du? Ich war schon einmal in einer Dark Zone, im GRE-Krankenhaus. Im St. Joseph-Krankenhaus? Echt? Wenn du ihn rettest, wirst du es nicht bereuen. Du hast noch Zeit. Barney wird vermutlich bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Am Tag in eine Dark Zone zu gehen, wäre Harakiri. Bring ja. ihn einfach auf Harakiri, Alter. Ich tue mein Bestes. Viel Glück. Bisschen umgangssprachlich, weil es ja bei Harakiri nicht einfach um Selbstmord geht, sondern eher um den, um Selbstmord, um Ehre wiederherzustellen, quasi. Obwohl, vielleicht passt das ja. Vielleicht hat er ja irgendwas gemacht, was seine Schwester verärgert hat und möchte sich jetzt einfach beweisen, dass er selbst wieder hinbiegen kann. In dem Fall wird es, glaube ich, passen. Jetzt frage ich mich gerade, wo sind denn die Quests, die wir angenommen haben? Da, Moment. Schlüssel zur Menschlichkeit. Herausforderung, Verfallsdatum. Ah, nee, da sind sie. Die Nebenquests. Hydrat Birke. Okay. Ich glaube, dann gehen wir... Moment, was ist das hier? Vermisste Person Nebenquest. Okay, ich denke, dann gehen wir zuerst hier hin. Und gehen dann rüber zu den anderen Nebenquests und können dann auch direkt im gleichen Zuge die Windmühle aktivieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ada? Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Hier. Mir wurde gerade ein extrem zwielichtiges Geschäft angeboten. Vielleicht kriegen wir dadurch einen Hinweis auf Lukas. Ich brauche mehr als Hinweise, Aiden. Was auch immer es ist, kümmern Sie sich drum. Geht klar. Aiden, Ende. Ah, er hat mit... Wer war das? Mit wem hat er da gerade geredet? Also mit dem PK-Hauptmann, ja. Das weiß ich. Aber wie heißt der? Was ist das hier? Lagerfeuer setzen. Lagerfeuer. Kriegt man hier... Ist das so eine... Eine Begegnung? Okay. Wenn Geschichten vorgelesen werden. Ich dachte, das wären so... So Geschichten, die man sammeln kann, quasi. Weil halt auch so ein Buch angezeigt wird. Und es könnte ja sein, dass das irgendwo... Ah, okay. Dass das irgendwo... abgespeichert wird, beziehungsweise aufgezeichnet wird. Hallo? Ist da jemand? Damien schickt mich. Hallo? Was willst du? Damien schickt mich. Er meint, ihr habt einen Job für mich. Falsche Adresse, Kumpel. Ich habe eben mit ihm gesprochen. Damien, er schickt mich. Bist du allein? Jo. Warum fragst du? Weil wir hier keine Gruppenführungen anbieten. Nichts Persönliches. Wir sind eben einfach, naja, vorsichtige Leute. Ich frage also nochmal. Bist du allein? Ja. Ja, ich bin allein. Besser so. Jetzt komm rein und geh nach unten. Sie erklären dir alles. Hast du mich nicht gehört? Geh die Treppe runter. Ja, ich mach doch. Holy shit. Eine Leiter, keine Treppe. Aber okay. Geh runter, Aiden, verdammt doch mal. Ich bin Aiden. Damien schickt mich. Irgendwas mit deinem Job. Ach ja. Also, du bist neu hier?
Hat mich Damien auch gefragt. Was macht das für einen Unterschied? Der Boss hat dir eine Frage gestellt. Lüge und behaupte, ich sei ein Einheimischer. Was ist das für ein Job? Ich versuche immer noch herauszufinden, warum ich hier bin. Du redest hier um den heißen Brei rum. Okay, dann lass uns über den Job reden. Eben. Dazu ist es am besten, wenn du im Bazaar nicht allzu bekannt bist. Tja, ich würde nicht sagen, dass ich dort allzu bekannt bin. Das ist gut. Sehr gut. Scheint, wir haben unseren verlorenen Sohn gefunden. Was redest du da? Was willst du von mir? Kurz gesagt, unser Auftraggeber will dich ums Verrecken treffen. Bloß wird er wohl kaum der sein, der verreckt. Okay. Alles klar. Dann lass uns mal eine Runde tanzen, will ich sagen, wa? Komm her. Komm her, komm her. Scheiße, ich krieg mega aufs Maul. Ich hab doch geblockt. Ich hab doch Blocken gedrückt, verdammt nochmal. Ich hab dreimal Blocken gedrückt. Dreimal Blocken gedrückt. Und es wollte einfach nicht. Es hat nichts gemacht. Hallo? Ist da jemand? Damien schickt mich. Was soll der Damien? Scheiß? Nee, wir überspringen die Kacke jetzt. Ja. Mann, nerv nicht. Komm runter da. Ein. Oh, Alter. So, was ist das für ein Job? Okay. Dann let's go. Okay, nice. Jetzt aber, zack. Ja genau, stimmt, das war klicken. Es war immer noch klicken, warum drücke ich eh? So, mach nochmal. Mach nochmal. Boom, Alter, let's go. Also das Fighten hier gefällt mir noch ganz gut. Genau andersrum. Es gefällt mir noch nicht so gut. Aber ich denke, es hat auf jeden Fall Potenzial. Es fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Oder es fühlt sich so an, als könnte es sich zu einem echt guten Kampfsystem entwickeln. So gerade, wenn man noch mehr Moves lernt, kann ich mir echt gut vorstellen, dass man hinterher ein echt gutes... Ja, eine echt gute Auswahl an Moves hat. Nee, warte kurz. Eine echt gute Auswahl an Moves hat, die man ausführen kann, wodurch sich das Kampfsystem dann mega gut anfühlt. Ich weiß nicht, warum nicht automatisch die nächste Waffe ausgerüstet wird. Aber gut, dann halt nicht. Boah, Alter, ne? Holy shit. Ich weiß gar nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob man nur jemanden... Oh, wie geil! Okay, wir müssen uns echt mehr auf solche Sachen konzentrieren, die einfach so rumliegen. Das ist nice. Aber so Sachen, die man dann werfen kann, die man kurz aufheben kann und dann werfen kann, das ist echt geil. Und hier ist noch ein Speer. Ja, ich muss echt aufmerksamer werden. Weil das hätte uns gerade echt fett weiterhelfen können. Ich meine, beim zweiten Versuch, finde ich zwar, habe ich es echt gut gemacht. Das Fighten. Aber mit den Gegenständen hätten wir deutlich weniger aufs Maul bekommen. Bin ich ziemlich sicher. Okay, wir nehmen natürlich alles mit, was wir können. Durchsuchen die Leute nochmal.
Und was ich eben sagen wollte, ich weiß nicht, ob wir jemandem auch schon mal den Arm abgehackt haben oder das Bein oder so. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben bisher immer nur den Kopf abgeschlagen. Ah. So. Kommen wir nicht durch. Ja, okay. Hier ist noch die Kiste. Hm. Okay, das sieht gar nicht bad aus. Zumindest noch eine okaye Waffe, die wir mitnehmen können. Können wir auf jeden Fall nicht genug von haben. Abriss-Langaxt. Okay, die sieht krass aus. Die sieht echt krass aus. Müssen wir wieder hoch? Wenn wir... Ja, wir müssen wieder hoch. Ah, Moment. Okay, hier ist noch was. Honig, sehr gut. Und Alkohol. Wunderbar. Und hier sind noch ein paar Sachen. Sehr schön. Okay. Dann hoch. Sind jetzt noch Leute übrig? Oder haben wir die alle gekillt? Ah, hier ist noch eine Kiste. Sehr schön. Ja, die ist aber noch nicht auf. Nein. So, jetzt. Leder. Handschuhe und irgendein Medikament, okay. Ja, ich weiß noch nicht, was die ganzen Sachen machen. Werden wir wahrscheinlich später sehen, wie nützlich die ganzen Dinger sind. Aber ich nehme natürlich alles mit, was wir finden können. Ist klar. Okay, ist keiner mehr übrig. Hier liegt nur noch eine Flasche rum. Ja. Okay. Das war's. Aiden, du bist... Wie noch bist am du? Leben? Du Arschloch. Du wolltest mich loswerden. Was? Nein. Nein, ich gar nicht. Ich würde niemals... Ich hab nur als Späher fungiert. Das ist mein Job. Wir machen direkt Druck. Wir machen direkt Druck und fragen nicht, wer sind die Kerle? Oder? Ist hier das Karl? Wer sind die Kerle? Ich würde halt gern wissen, wer die sind, aber theoretisch, wenn ich das wäre, also an Aidens Stelle jetzt, so im Real Life, würde ich erstmal sagen, yo, ich erzähle denen das und dann so, nein, nein, mach das bitte nicht und dann so, ja gut, dann erzähl mir wenigstens, wer die Leute sind, ganz ehrlich. Aber wir haben wahrscheinlich nur eine Auswahl und können danach nicht nochmal darauf gehen. Also fragen wir direkt, wer sind die Kerle? Wer sind diese Leute? Und warum suchen sie nach mir? Keine Ahnung, Aiden. Glaub mir, bitte. Sie haben mir nur aufgetragen, ihnen jemand Neues zu schicken. Sie haben mir nicht gesagt, warum. Ich kann nicht anders. Ich muss tun, was sie sagen. Haben die irgendwas mit Lukas Tod zu tun? Was? Nein, ich meine... Oh Gott, ich hoffe nicht. Das wäre schrecklich. Ich weiß nichts, ich schwör's. Du hast also außer mir noch andere geschickt. Und sie wurden alle umgelegt. Was hast du getan, Damien? Ich hatte keine Ahnung. Zuerst. Und als ich es rausgefunden hatte, konnte ich nichts dagegen tun. Ehrlich. Wie viele, Damien? Wie viele Leute hast du in den Tod geschickt? Hör auf, Aiden, hör auf. Es tut mir leid. Ich musste es tun. Ich bin hier gefangen. Glaub mir. Sie haben meinen Bruder. Damien an Karl übergeben. Mit Damien zusammenarbeiten. Er ist eindeutig ein Opfer. Wir werden mit ihm zusammenarbeiten. Dein Bruder. Rede. Schnell. Sie haben ihn mitgenommen und gedroht, ihn umzulegen, wenn ich nicht tue, was sie sagen. Ja. Ich dachte mir, wenn ich mitspiele... Lassen Sie ihn irgendwann laufen. Die benutzen mich. Und ich bin es leid. Ich will einfach nur meinen Bruder zurück. Eben. Hilfst du mir, ihn zu finden?
Du hast mich zur Schlachtbank geschickt. Und jetzt soll ich das vergessen und dir helfen, deinen Bruder zu finden? Er hatte keine andere Wahl. Du bist sauer, schon klar. Aber sieh es mal so. Also schon, aber... Ich habe vielleicht erfahren, warum sie nach dir suchen. Wäre das nicht ein guter Grund, ihn zu finden? Bei einer Person, die man liebt, um diese Person zu retten, will man alles tun. Also an der Stelle kann ich Damien absolut verstehen. Ich helfe ihm. Na gut, dann bete mal, dass er etwas weiß. Ich war schon dort und habe alles abgesucht. Keine Spur von Cliff. Echt jetzt? Scheiße. Verdammt. Du glaubst doch nicht, dass sie... Er ist doch nicht tot, oder? Nun zieh mal keine voreiligen Schlüsse. Aber wo halten sie ihn wohl gefangen? Verdammt, das ist alles meine Schuld. Ich bin so ein Idiot. Die Leute, die du hergeschickt hast, die gehen auf deine Kappe. Wo war der? Bin ich mir nicht so sicher. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Wir waren im östlichen Quarry End bei der Teufelsbrücke, als sie uns angriffen. Sie haben ihn als Geisel genommen und mich seitdem benutzt, um ihre Befehle auszuführen. Ich habe das nur getan, damit mein Bruder weiterlebt, Aiden. Ich wusste nicht, dass Leute sterben würden, als das hier losging. Hä? Ich hab das gerade nicht mitbekommen. Wo war Aiden schon? Und warum wurde das einfach so gesagt? Ich war da schon. Oder hat Damien gesagt, yo, der könnte da und da sein? Und Aiden hat daraufhin gesagt, nee, da war ich schon. Weil ich finde das cool, dass wenn man an gewissen Orten schon war, ich zumindest glaube ich, dass das so, hier so funktioniert, wenn man an gewissen Orten schon war, dass dann gesagt wird, nee, da ist nichts, oder nee, da war ich schon, wie auch immer. Das finde ich geil. Aber dann wirkt das irgendwie in den Dialogen so ohne Bezug. Oder habe ich gerade schon wieder was nicht mitbekommen? Ich glaube, ich habe schon wieder was nicht mitbekommen. Also, ich werde in Zukunft besser darauf achten. Was ist die Teufelsbrücke? So heißt das Gebäude. Im Mittelalter haben sie gedacht, da spukt es. Aber dann haben sich die Zeiten geändert und niemand glaubt das mehr. Vor dem Virus war das eine Autowerkstatt. Jetzt ist es voller Banditen. Dann werde ich wohl die Gegend rund um die Teufelsbrücke nach Hinweisen absuchen. Aiden, ja. Im Ernst? Das würdest du für mich tun? Ganz sicher nicht. Hm. Ich mache das nur, damit niemand mehr wegen dir stirbt. Ich will dich ja wirklich nicht hetzen, aber mein Bruder ist in Gefahr. Und ich find's cool, dass jetzt direkt weitergemacht wurde. Mit dem... Jo, ich werde da hingehen und die Gegend absuchen. Anstatt, dass man dann nochmal diese Auswahl bekommt. Diese Dialogauswahl. Dass man nicht nochmal da drauf drücken muss, so, jo, ich werde die Gegend absuchen, sondern dass Aiden das dann automatisch sagt. Das fand ich cool. Das fand ich gut gelöst. So, das ist krank anscheinend. Ich denke, da sollte man noch nicht hingehen. Ich weiß noch nicht, was die Zahlen bedeuten. Ich denke mal, der empfohlene Level ist das. Aber dann scheint das Gebiet hier hinten, also dann scheint das ja noch richtig heftig weiterzugehen. Mit den Leveln. Weil wenn hier bisher nur bis Level 4 ist, und ich denke, es wird maximal bis Level 10 gehen. Na, obwohl, wird sogar passen, ne? Hier so bis Level 20 in dem Gebiet und hier dann bis Level 30. Ich denke nämlich, wir werden... Ich glaube zumindest, dass es im ersten Teil so war... wieder den Charakter auf Level 30 aufleveln können. Ah, Moment, nee, da möchte ich noch nicht hin. Da möchte ich hin. Ich möchte das Windrad fertig machen. Und dann können wir weiter. Hier kann ich irgendwie nicht hoch. So, jetzt aber. Hallo? Gut. Okay.
Dachte, ich könnte mich da an dieser komischen Kante festhalten, aber nö. War wohl ein bisschen zu hoch für Aiden. Aber gut. Was soll's. Muss man hier nochmal drücken? C? Muss man zum Abrollen C drücken? War das so? Frag mich, wo das Ganze noch hingehen wird mit den... Okay. Heute neue Entwicklungen rund um ein großes, ungelöstes Rätsel. Wo sind unsere Waffen? Nun, Bürger, vielleicht haben wir schon... Ja, okay, komm, wir gehen mal weiter. Ich frag mich, wo das Ganze noch hingehen wird mit den Tasten. Weil wenn es noch mehr Skills geben wird... Wie viele Tasten wir dann hinterher... Ah, Moment. Na? Wie viele Tasten wir dann hinterher haben, die wir drücken können, um irgendwas auszuführen. Das wird auf jeden Fall noch krass. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben sie es ja echt gut gelöst. Ach, wir können ja... Ah, wir können ja Seil benutzen. Ja, okay. Ja, das ist cool. Let's go. So scheiße. Sind irgendwelche Banditen? Ja, cool. Nee. Ich bin hier gerade echt gut am Fighten. Also denke ich, dass ihr heute einen kürzeren zieht. Ah, Bullshit. Ach komm, ey. Ja, geh einfach weg. Ich dachte gerade, ich hätte ihm den Arm abgehackt. Aber, nö, irgendwie nicht. Irgendwie doch nicht. Sie braucht auch Lavendel für ihr Parfum. Das klingt schon einleuchtender. Hm. Und hier ist tatsächlich mal wieder so ein Garten. Mit so einem goldenen Baum. Ja, da muss ich auch viel öfter drauf achten. Bodyceps, okay. Nice. Keine Ahnung, wofür das gut ist, aber den Nutzen wird es schon haben. Und ja, ich hätte da eben nicht labern sollen. Ey, es war so klar, dass wir da wieder aufs Maul bekommen. Oh Mann, ey. Ja, ich weiß. Ist ja hier in der Nähe mit dem komischen GRE-Gebäude. Aber... Ja, vielleicht schaue ich hier kurz rein. Hallo? Ich konnte nicht hinter ihn gehen. Was soll das denn? Und bei den Zombies kriegen wir gar nicht angezeigt, wie viel Leben die haben oder was? Ah, doch. Hä? Warum wurde das gerade nicht angezeigt? Komisch. Sehr, sehr komisch. Ah, na gut, was soll's. Ich denke nicht, dass der Behälter hier drin sein wird, in diesem kleinen Gebäude. Ich möchte irgendwie mal kurz durchschauen. Nee, komm. Ich glaube, das ist dämlich. Ich glaube, das ist ziemliche Zeitverschwendung, da durchzugehen. Ich denke, würde ich alleine spielen, würde ich es machen. Aber ich... Ihr kennt es. Im Let's Play handle ich ein bisschen anders. Weil man einfach immer schauen muss, wie teile ich meine Zeit ein. Und wir sind jetzt schon wieder fast bei einer halben Stunde Aufnahme. Obwohl wir kaum was gemacht haben. Deswegen muss man einfach immer schauen, was mache ich in meinen Videos. Beziehungsweise im Let's Play halt. Oh, cool. Hier ist schon wieder so ein Garten.
Ah, du Drecksau! Hau ab. Nee, 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 nee. So, zack. Alles klar. Deswegen muss man immer schauen, was mache ich, wie teile ich meine Zeit ein und so weiter. Weil sonst hat man einfach hinterher, keine Ahnung, so Parts, die eine Stunde lang gehen. Obwohl man das, was man dort geschafft hat, auch in eine halbe Stunde reinpacken könnte. Nächtliche Story. Was? Nebenquest. Okay. Okay, sehr gut. Sehr gut. Aktivieren Sie eine Sicherheitszone. Okay. Hemmstoffbehälter erkannt. Ja, okay, aber... Wo ist das? Das ist nicht da beim Zentrum, oder? Nee. Ich glaube nicht, dass es beim Zentrum ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. In der Nähe sogar. Ja, okay. Damit ist dann... Wohl? Dann war es vielleicht doch der Hemmstoffbehälter aus dem GRE-Gebäude. Alter, hat das eine große Reichweite. Aber interessant zu wissen. Hemmstoff. Können wir? Brauchen wir eine Kombination? Oder hört man da auch ein Klicken? Nee, komm. Ich denke, man braucht tatsächlich eine Kombination dafür. Das ist interessant. Irgendein Spiel... Okay. In irgendeinem Spiel war es nämlich so, dass man die Kombination nicht wissen musste, sondern das auch per Klicken öffnen konnte. Also, dass man dann zugehört hat. Wann es geklickt hat. Und konnte das Ding dann öffnen. Okay. Brauchen wir Teile dafür oder müssen wir ihn einfach nur anwerfen? Wir müssen ihn nur anwerfen. Okay. Alles klar. Eine Notiz. Artefakt, Sammelobjekt, Safe-Kombination. Okay, sehr gut. Das dachte ich nämlich schon. Dass dort... die Safe-Kombination drin steht. Tutorials, bla bla bla. Können wir die alle als gelesen markieren? Mal alle. Tutorials, alle. Ja, das sind nur die Hinweise. Wo ist denn... Ist das beim Tagebuch? Aktivitäten, Herausforderungen. Wo wurde das denn jetzt hingelegt? Ich
Oder bei Sammlerstücke. Ja, bei Sammlerstücke, da ist es. Eine Nachricht mit einer Safe-Kombination, 101. Okay. Ah, okay. Okay, sehr gut. Ich dachte, wir bräuchten noch etwas. Also noch einen Hinweis. Weil, keine Ahnung, wir müssen irgendwie 6 Zahlen eingeben oder so. Aber nö, wir können auch einfach 3 einzelne Zahlen eingeben. Und das war's. Brennstoffbehälter, das ist die ganze Zeit der, ne? Ja, das ist die ganze Zeit der. Gehe ich mal von aus. Und es ist Nacht. Es ist tatsächlich Nacht geworden in der Zeit, wo wir ein bisschen rumgelaufen sind. Also können wir eigentlich auch direkt... Wo ist denn die... Oder war es keine feste Nebenquest? Sondern war nur eine temporäre Nebenquest. Die halt kurz verfügbar ist. Nein, guck mal, hier. Hey, kleiner Mann, wo sind deine Eltern? Ich bin nicht klein. Okay, klar. Was machst du denn hier allein? Ich bin auf einer wichtigen Mission. Mhm. Eine Mission, was? Was denn für eine? Eine Geheimmission natürlich. Super geheim. Und ich verrate dir nichts. Verrätst du mir was, wenn ich dir helfe? Ich brauche keine Hilfe. Aber wenn du es unbedingt wissen musst, ich besorge gerade Essen für meine Eltern. Aha. Ich mach das immer. Kein großes Ding. Klingt gefährlich. Hätten deine Eltern nicht wenigstens mitkommen können? Nö. Wie gesagt, kein großes Ding. Ich komme klar. Ich komme mit allem klar. Ja, alles klar. Du bist wirklich sehr mutig. Aber ich würde dir wirklich gern helfen. Schätze, ich kann dich ins Boot holen. Ich kann dich sogar bezahlen. Wie klingt das? Bezahlen? Jetzt teuer mich also schon Kinder an. Warum nicht? Wie lauten die Befehle, Sir? Auf der West Horizon Lane gibt es einen Laden, kurz vor der chemischen Zone. Ich war gerade dabei, Rucksäcke mit Essen zu füllen, bevor diese Penner aufgetaucht sind und mich verjagt haben. Bring mir diese Rucksäcke und ich gebe dir eine Superwaffe. Die Waffe meines Papas. Mhm. Die Mission lautet also, Essen für deine Eltern zu besorgen. Ja, stimmt genau. Und du kannst es zu uns nach Hause liefern. Wir leben am Rand der chemischen Zone. Der einzige Ort, an dem meine Eltern in Sicherheit sind. Hm. Wäre eine gute Idee, die Rucksäcke nachts zu holen, wenn die Infizierten hier nicht rumlungern. Ja, true. Was immer du sagst, ich habe keine Ahnung. Aber es ist ja schon Nacht. Aber du machst das, ja? Ich kann dir nichts versprechen. Wir werden sehen. Oh, okay. Dann hoffentlich bis bald. Wir sehen uns. Gut. Ich denke, wir machen das noch. Komm. Wird dann halt ein echt langer Part. Aber scheiß drauf. Wo müssen wir denn hin? Moment mal. Wo müssen wir jetzt hin? Der Nährer der Familie. Da. So, das markieren. Und ein Zug. Oh Scheiße, wo ist das? Ich denke, es wird hier in der Nähe sein. Richtig?
Okay, Leute. Folgendes Problem. Ich habe keinen Plan, wo ich hin soll. Nein. Da werden wir dieses Mal leider nicht einschreiten. Einfach weil wir wenig Zeit haben. Ach, da hinten. Ja, es ist sogar... Ich hab's mir doch sogar markiert. Oh, ich bin so blöd. Nur ich dachte, also... Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das die Hauptquest ist, aus irgendeinem Grund. Weil es gelb ist oder so, keine Ahnung. Ne? Dumm. Egal. Wir wissen jetzt zumindest, wo wir hin müssen. Also los. Oder ich gehe da noch schnell hin und wir machen das im nächsten Part. Ah. Guck mal. Let's go, Alter. Nein, 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 nein. Mach dich weg, mach dich weg. Wir haben so einen komischen Runner gekillt. Das ist ziemlich geil. Das war's mir jetzt tatsächlich mal wert. Geh da hoch. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Wir müssen uns healen. Und zwar ziemlich zügig. Okay, hat gerade so geklappt. Alter, ne? Na, geh doch weg. Ich weiß nicht, ob wir auch irgendwie anders den Viechern entkommen können. Oder ob wir nur entkommen können, wenn wir in so eine Safe Zone reinlaufen. Nice, tatsächlich. Wir können uns auch verstecken. Nur dafür dürfen wir halt nicht sichtbar sein für die. Alles klar. Aua. Was war das gerade? Kannst du das nochmal machen? Hallo? W und... Ach so, ja, um über den drüber zu springen. Aber nee. Das möchte ich ja nicht. Zumindest nicht jetzt. Machen wir den weg. Laufen hier rein. Wunderbar. Die Jagd hat begonnen. Die Jagd dürfte aber direkt wieder vorbei sein. Weil wir hier halt in so einer... In so einem Dingen drin sind. Da kommen die hier rein. Oh nee, als ob. Ja, komm schon. Ach man, was soll das denn? Jetzt haben wir ein Problem mit den Viechern. Und ein Problem damit, dass die Immunität am Sinken ist. Geh doch da hoch, Mann! Was soll das? Okay. Wir sehen uns. Wir können hier nicht weg. Aber wenn wir ein bisschen durch die Gegend rennen dürften, sollten wir eigentlich aus deren Sichtfeld wieder verschwinden können. Ich habe so das Gefühl, dass das echt keinen Unterschied machen wird. Ja, wow, cool. Hab hier echt fett Pech gehabt, kann das sein? Diese ganzen Kackviecher. Kannst du das bitte... Ist das ein Scheiß.
Ist das ein Scheiß? Ja, cool. Mann, ey. Ja, ich bin halt davon ausgegangen, dass sie da nicht mehr rein können. Das ist mir so fett egal, dass du am Ausbluten bist. Halt dein Maul. Okay. Das zählt wenigstens als eingesammelt. Wir müssen jetzt quasi nur nochmal da drüben hin. Alter, ne? Ich kann's kaum erwarten, bis wir einen Scheißwurfhaken haben, damit wir endlich vernünftig hier rumparkouren können. Weil aufs Dach zu kommen ist echt pain in the ass. Aber sowas von. Und auch die Dächer zu überqueren, ist richtig krank unangenehm. Okay. Ja, so geht's auch, aber mit dem Wurfhaken wäre es natürlich mein Vielfaches geiler. Wie, was? Warum wird mir das als Begegnung markiert? Ich dachte, das wäre ein Überlebender. So, dunkle Höhle. Was ist da? Was? Warum kann mich da irgendwas sehen? Ich bin hier in diesem Kackhaus drin. Kann ich hier auch hoch? Ja, da, ne? Hallo? Aiden? Danke. Okay. Alter. So. Jetzt aber. Hier rüber. Und dann halt nochmal da unten rein. Ich denke, dieses Mal sollten wir es echt gut hinbekommen. Wir machen extra hier die... Alter! Da habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. Holy shit. Mache extra nochmal die Taschenlampe aus. Drop hier dann runter. Und dann sollten wir eigentlich safe sein. Okay, sehr schön. Als Maul. Als ob das nicht gereicht hat. Hau ab. Okay. Nein. Okay. Gut, dann halt nicht. Und haben wir dem Zombie gerade das Bein abgehackt? Ja, Tatsache. Okay, es geht. Das geht also auch. Sehr schön. Naja. Wir haben noch über eine Minute. Alles easy. Und hier sind wohl die Rucksäcke, die er gemeint hat. Wir schauen natürlich auch noch hier in diesen Korb rein. Alkohol. Also als Essen würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Wir haben halt eine Menge Alkohol gefunden, aber sonst. So. Die ganzen Viecher hier wegmachen. Und... Hä? Hallo? Da war jetzt nichts drin, oder was? Wir suchen sie im Laden nach den Rucksäcken mit Essen. Oh, nee. Ist das... War das jetzt ein Bug? Hat das jetzt rumgebuggt? Das war auch so ein komischer Rucksack.
Nee, ey, komm. Laber nicht. Das ist doch echt scheiße. Das ist doch richtig kacke jetzt. Was soll das? Was ist das schlecht? Was ist das schlecht? Holy shit. Da war das hier. Nein. War schon der Rucksack da hinten, ne? Nee, Moment, hier ist noch einer. Da sind die Rucksäcke. Alter! Diese Familie zu ernähren. Hätte mich das aufgeregt. Nee, 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 nee. Hilf hier keinem. Ich helfe jetzt erstmal mir selbst hier wegzukommen. Du Scheiße, nee. Nee, nee. Komm. Mache keinen Quatsch. Mache jetzt keinen Scheiß. Hier können wir rüber. Und das war ja, okay. Mann, ey. Ich glaube, das war gerade richtig knapp. Dass wir nicht entdeckt wurden. Ein bekannter Ort. Nightrunner versteckt. Hier werden sie eine Sicherheitszone. Okay. Ah, okay. Ja, let's go. Machen wir noch. Okay, nice. Und da unten warten Kevins Eltern. Ja, ist ja gut. Scheiße. Richtig aufs Maul gelegt. Geh hoch. Geh hoch, geh doch bitte hoch. Überlebender gerettet. Gib her. Gib mir deine Scheiß... Was soll das? Haben wir den jetzt gekillt? Wow. Cool. Ich weiß nicht, was wir ihm gegeben haben. Ich glaube, UV-Pilze. Aber selbst wenn es nur UV-Pilze waren, war es ein richtiger Waste. Ich würde natürlich jetzt gern zu der, zu dem sicheren Ort da hinten. Zu dem Runner-Versteck. Zum Nightrunner-Versteck. Aber ich komme hier nicht rüber. Aber doch, doch, ich habe hier... Ja, wunderbar. Nice. Ich habe hier eine Stelle zum Rüberkommen gefunden. Ich kann mich hier nochmal ausruhen. Seht zu, dass die Viecher sich verpissen. Und dann können wir endlich die Scheißquest abgeben. Was Dämliches, ey. Da ist schon wieder ein Heuler, cool. Und... Ah, okay. So einen richtigen Ort gefunden, um hier reinzugehen. Das sind seine Eltern, oder was? Ach du Scheiße. Rip. Müssen wir hier rum? Nee. Ja, ich bin doch hier. Hallo. Bringen Sie das Essen zu Kevin. Wo ist der? Da unten? Okay.
machen wir den weg. Nein. Was ist da denn jetzt los? Sag mal. Ist das Spiel nur verbuggt oder was? Komm schon. Mein Dying Light 1 war zwar qualitativ minderwertiger als dieses Spiel hier, klar. Aber es war um Längen nicht so verbuggt, oder? Da habe ich da irgendwie ein falsches Gefühl. Keine Ahnung. Ich denke, ich werde hier bei Sonnenaufgang bzw. bei Tag nochmal hinkommen. Aber gerade scheint hier nicht wirklich was los zu sein. Ich kann den Jungen zumindest nicht antreffen. Oder? Nebenquest. Ich traf einen mutigen kleinen Jungen, der mir eine Arbeit anbot. Wenn ich ihm Essen für seine Eltern bringe, gibt er mir die Superwaffe seines Vaters. Bringen Sie das Essen zu Kevin. Ist eine nächtliche Nebenquest. Gut, ich denke, ich werde hier warten, bis es Tag wird oder bei Tag nochmal hinkommen oder was auch immer. Aber denke ich, ich muss erstmal ein Part hier beenden, weil anscheinend ist hier irgendwas schon wieder nicht richtig mit der Quest. Also werde ich da einfach off-cam nachschauen, was hier los ist. Wahrscheinlich muss man bei Tag einfach wiederkommen. Und das war's. Aber gut, ich werde jetzt nicht bis zu Tagesanbruch warten, sondern euch das Ganze ersparen. Alles klar. Dann würde ich erstmal sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, was dann auch hoffentlich ja ein bisschen kürzer sein wird. Bis demnächst und ciao.